herzlich willkommen zu Kochen mit Kingschnack. Ich habe auch nicht jedes Mal immer Lust, 10 Euro für einen Dönerteller auszugeben. Kein Problem, hier ist euer persönlicher Dönerteller. Was braucht ihr alles für eure Vorbereitungen? Bei jeder Vorbereitung immer gut die Hände waschen. Zuerst habe ich meinen Eisbergsalat geschnitten. Ich habe noch ein bisschen meinen Salat angemacht. Dann wurde meine eigene weiße Soße gemacht. Hier ist sie schon. Da habe ich meine Zehe geschnitten. Und ganz frisch. Hier habe ich sie schon. Dann hackt ihr sie ganz klein. Habe ich noch ein bisschen Schnittlauch dazu gemacht und war meine Soße fertig. Reißt eure Pfanne an. Schiebt eure Pfanne so richtig drauf. Setzt euer Dönerfleisch rein. Dann schneide ich noch meine selbstgemachten Pommes. Macht sie in die Fritteuse. Habt ihr das Rezept? Frisch und lecker. Und Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen schönen Montagabend.